Wunderbar. So, hallo allerseits. Netzsprech. Also, ich hatte euch angekündigt, heute geht es um Canva und um die Möglichkeit mit Canva, mit dem kostenfreien Programm Canva, für Facebook und Co. ein bisschen Advents- und Weihnachtsstimmung herzustellen. Das zeige ich euch gleich. Dann hatte ich in meinem jugendlichen Wahn, hatte ich dann auch noch angekündigt in Richtung mit Online-Kurs und Co. Das werde ich am Ende des heutigen Abends ganz kurz anschneiden. Da mache ich morgen ein Extranetzsprech. Ich habe mir das von der Menge her angesehen und habe dann festgestellt, beides am heutigen Termin, nee, das wird zu viel. Und der nächste Netzsprech ist ja erst wieder in 2 Wochen. Das ist ja so ein zweiwöchiger Takt, den ich habe, so mit den festen Terminen. Es ist mir dann zu lange, also habe ich gedacht, ich mache morgen einfach noch mal eine Extra-Session, einfach so zwischendurch dann in Richtung Online-Kurs und Co. Also heute Hauptthema Canva für Facebook und Co. nutzen, damit ihr so ein bisschen Advents- und Weihnachtsstimmung gut verbreiten könnt. Das zum einen. Und zum anderen dann kurzer Ausblick in Richtung mit dem Kurs und in Richtung auch mit dem Online-Kurs, den ich jetzt bald anbiete, da machen wir mal einen kleinen Blick rein, was da dann alles so dabei sein wird an einzelnen Programmpunkten. So, auf geht's. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe jetzt in einem anderen Tab gerade schon Canva geöffnet. Canva, kurze Erklärung, ist ein kostenfreies browserbasierendes Grafikprogramm. Das heißt, ihr müsst euch nichts runterladen, ihr arbeitet im Browser. Und ja, wie gesagt, kostenfrei, sehr umfangreich. Ihr könnt damit Grafiken machen, ihr könnt damit Infografiken machen, ihr könnt damit Videos drehen, ihr könnt damit Animationen drehen, ihr könnt damit alles Mögliche machen. Präsentationen, Filme, statische Dinge. Wir sehen uns das jetzt mal in Kurzform an. So, Bildschirm freigeben. Einmal komplett und den Bildschirm freigeben. So. Jetzt seht ihr hier erstmal, wie das hier aussieht. So. Also, das hier ist jetzt Canva. Ich habe mich schon eingeloggt. Das wären jetzt hier so meine ganzen letzten Designs, die ich so erstellt habe. Einmal so runterscrollen, dann seht ihr das hier alles, was da momentan gerade so ist. Also, ich habe ja immer so den Tick, dass ich antisaisonal arbeite. Das bedeutet, ich habe meine Weihnachtsgrafiken im Frühjahr erstellt. Und im Frühjahr kümmere ich mich dann um Weihnachten und Advent schon das erste Mal. Ich bin einfach so drauf. Ich kann es nicht ändern. Also ich arbeite antisaisonal. Das hat bei mir einfach den Vorteil, wenn alle anderen dann in großen Stress geraten, weil sie jetzt noch ganz schnell irgendwas fertig machen müssen, kann ich ganz beruhigt sagen, habe ich einen Haken hinter. Das heißt für mich, dass ich in der Advents- und Weihnachtszeit tatsächlich völlig entspannt bin. Ich habe vorher sämtliche Einkäufe erledigt, ich habe sämtliche Karten geschrieben, ich habe sämtliche Geschenke im Laufe des Sommers besorgt. Spätestens im Sommer, auch wieder spätestens im Sommer. Das heißt, ich brauche nicht mehr aus dem Haus großartig, höchstens wenn ich noch ein paar frische Sachen haben will. Aber ansonsten mummel ich mich ein und genieße tatsächlich Advent und Weihnachten. Das ist auch der Grund, warum ich in der Advents- und Weihnachtszeit für niemanden außer für meine Stammkunden und dann auch nur im Notfall zu erreichen bin. Ich sage es jetzt einfach nur nochmal, ganz klar und deutlich, das ist für mich eine ganz wichtige Zeit. Ich komme dann runter, ich bereite mich dann so ein bisschen auf das Folgejahr vor, mache Rückblick, was war im letzten Jahr, was habe ich so gut gemacht, was lief völlig daneben, was war richtig blöd, was muss ich anders machen. Das ist so für mich die Zeit der Besinnung und des Rückbesinnens und des Vorausschauens, wie es weitergehen soll. Also dementsprechend ist das für mich eine Zeit, wo ich meine Ruhe haben will und wo ich mich dann nicht auf dem letzten Drücker noch um irgendwas kümmern muss in Sachen Grafiken erstellen oder solche Sachen. Das ist hier also, wie gesagt, das siehst du hier auch, April, Mai 2019 erstellt. Bin ich ein bisschen spät dran gewesen. Normalerweise bin ich sehr viel früher dran. Ich lasse das hier jetzt mal einmal schnell durchlaufen, damit du mal siehst, wie das dann bei mir aussieht. So im Laufe des Jahres mache ich das dann, gehe ich da vielleicht noch mal ran und ändere noch meine Kleinigkeit, weil ich dann von der Stimmung her anders drauf bin. Aber so grundsätzlich, die Hauptsachen habe ich einmal erledigt.
ist dann fertig und gut ist. Dann brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Und das empfehle ich dir auch. Wenn du schon was fertig hast, kannst du es dir einfach machen, einfach draufklicken und dann sagen, Format ändern. Und dann kannst du das anpassen an das jeweilige Format. Aber das ist jetzt, wie gesagt, wenn du schon was hast. Wenn du noch gar nichts hast, fängst du an bei Design erstellen. Na, komm auch hier. So, also ich gehe dann auf Home und kann mir dann hier am besten, also ich kann zwar auch hier rüber aussuchen, indem ich sage, hier Design erstellen und mir dann aussuchen, was ich haben will. Gehupft wie gesprungen, alle Wege führen nach Rom. Du kannst entweder sagen, Design erstellen und dir dann hier raussuchen, was du haben willst, oder du sagst Home. Ich mache es gerne übers Home. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich dann nochmal, ja, ich weiß jetzt warum, weil ich dann nochmal die Formate so ein bisschen vor Augen habe. So, hier ist nochmal Designerstellung. Hier sehe ich nochmal, was ich alles erstellen kann. Das geht von Social Media über Printsachen bis hin wirklich zu Filmen. Kannst du alles mitmachen. Wir wollen in dem Fall jetzt mal anfangen mit einem Facebook-Cover. Ich klicke einfach nur drauf. Dann wird mir hier eine leere Seite gezeigt. Und dann kann ich hier auf der linken Seite jede Menge Templates mir aussuchen. Das ist also im Grunde genommen schon alles vorbereitet. Ich kann mir dann irgendwas anklicken und kann dann sagen, ja super, das ist mein Template, finde ich klasse. Kann den Text ändern. Okay, also Winterzeit ist Kuschelzeit. Zum Beispiel, lies ein Buch und trink Tee. Das ist ja das, was ich dann in der Zeit meistens mache. Ne? Das ist wirklich das, was ich in der Zeit am allermeisten mache. Und dann einfach hier so Elemente reingehen. Das passt jetzt hier. Winterzeit ist Kuschelzeit. Kuscheln, Buch. Also gebe ich jetzt hier mal ein Buch. Jetzt zeigt er mir hier alle möglichen Bücher. Und jetzt kann ich sagen, kostenlos. Um dann hier nochmal sagen, welches Buch ich haben möchte. Hier kommt jetzt eine... Okay. Hier kommt jetzt noch eine Meldung eine ganze Zeit, dass hier vorübergehend der Upload von eigenen Bildern gerade eingeschränkt ist, weil sie ein technisches Problem haben. Sehe ich jetzt auch das erste Mal, ist bei mir noch nie passiert. Aber okay. Also jetzt sagen wir mal hier Bücher. Nehmen wir jetzt einfach mal hier. Jetzt nehmen wir das hier. Und jetzt fehlt noch so eine gemütliche Atmosphäre. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal einen Kamin. So, Kamin, 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 Kamin. Welches nehmen wir denn mal? Da nehmen wir das mal hier. Das ist nämlich das ganze Haus. So, jetzt siehst du, das Haus ist vor der Person. Ist doof. Ich markiere die Person. Jetzt muss ich mich mal hier einmal zur Seite schieben. So, und sage dann Position. Die Person habe ich ausgesucht, also Person nach vorne. Und schon habe ich die Person vorne. Das ist jetzt auf die Schnelle einmal kurz gezeigt, wie das funktionieren kann. Du kannst dir jetzt beispielsweise auch den ganzen Text mehr nach rechts nehmen und dir diese Grafiken, die du ergänzt hast, hier mit reinnehmen. Das wäre jetzt auf die Schnelle mit 2, 3 Griffen eine personalisierte, für dich persönliche, individuell gestaltetere Grafik für deinen Facebook-Bereich, also für deine Facebook-Fanpage oder für deine Facebook-Chronik, je nachdem, wofür du das brauchst. Das setzt aber voraus, dass du mit solchen Templates was anfangen kannst. Viele kommen damit super zurecht. Bei mir ist das eher selten der Fall. Ich arbeite am allerliebsten mit komplett neuen und bisher noch nicht irgendwie bearbeiteten Seiten. Wenn du jetzt sagst, hier kopieren, neue Seite, nimmt er immer den Hintergrund vom letzten Bild nochmal, was ich doof finde. Deswegen sage ich hier jetzt mal einmal hier oben auf die Mülltonne klären. Dann habe ich hier ein weißes Bild.
Ich fange immer ganz gerne an mit weißen Bildern, weil ich mich da austoben kann. Da muss ich mich dann nicht irgendwie zurückhalten. Da habe ich dann auch kein Template im Kopf. Das ist mir dann alles egal, wie das da aussieht, sondern ich fange wirklich bei Null an. Es hängt aber wirklich auch davon ab, bist du ein bisschen so kreativ oder geht dir das völlig ab? Also oben immer der Punkt Vorlagen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, da drauf zu gehen und dir vielleicht auch mal die eine oder andere Inspiration zu holen und zu gucken, okay, das sieht toll aus, das könnte ich machen oder das ist ja toll, der Schriftzug sieht so klasse aus, finde ich jetzt schon völlig daneben, aber hier beispielsweise Horizons, das sieht toll aus, aber das Bild sieht blöd aus, kannst du draufklicken, suchst du dir ein anderes Bild zu. Das sind solche Sachen, die du dann machen kannst. Aber es kann eben auch sein, dass du so tickst wie ich und dann wirklich bei Null anfängst. Wenn du jetzt gerne mit Fotos arbeitest, sagst du in dem Fall Fotos? Was passt zur Winter- und zur Weihnachts- und zur Adventszeit? Normalerweise Schnee und Eis. Passt jetzt bei uns von der Wetterlage her nicht so. Ich sehe es auch wieder nicht kommen. Wir werden wahrscheinlich keinen weißen Advent erleben und auch wahrscheinlich kein weißes Weihnachten. Zumindest hier nicht bei uns im Flachland. Glaube ich nicht dran, dieses Jahr nicht. Aber trotzdem, man hat ja so das ursprüngliche Gefühl, weiße Weihnachten irgendwo. Also sage ich jetzt hier mal Winter, weil das verbindet man dann ja auch damit, Winter. Und wir sind auf Fotos und du siehst, hier sind nicht nur Fotos, sondern das ist beides drin. Es ist Foto drin und es ist auch ein bisschen Grafik drin. Ja, machen wir das doch hier mal. Handschuhe. Haben wir hier Handschuhe? Dann vergrößere ich das so, wie ich das haben möchte. Handschuhe und Mütze. Damit habe ich den Hintergrund. Und dann nehme ich noch Text, füge eine Überschrift rein und sage jetzt mal, wir sehen uns beim Weihnachtsmarkt. Mit Tee bitte. So, wir sehen uns beim Weihnachtsmarkt. Und dann kann ich das entweder so belassen oder ich kann sagen, nee, ich möchte da jetzt noch, ich muss mich hier mal aus dem Weg räumen hier, so. Ich könnte jetzt hier noch sagen, ich möchte das nicht linksbündig haben, ich möchte das in der Mitte haben zum Beispiel. Ich kann das hin und her schieben. Ich kann die Schriftart ändern. Ich kann die Farbe ändern. Also hier drüber kann ich die Schriftart ändern, indem ich sage, okay, ich will jetzt hier nicht Amaranth haben, sondern ich will haben irgendeine, die dir jetzt in dem Fall besser gefällt. Sagen wir mal Afra, ist so schön klar. Und dann nehmen wir nochmal eine Zwischenüberschrift. Das ist dann ein etwas kleineres Format. Na, komm her hier. Jetzt schreiben wir hier mal einfach rein. Am Samstag. Am Samstag um 15 Uhr. Wo treffen wir uns denn jetzt mal? Wir treffen uns jetzt mal in Soltau. So. Soltau ist eine unserer Nachbarstädte hier. So. Da kann ich auch nochmal gucken, wie ich das jetzt formatiere. Es ist eine andere Schrift, aber auch bewusst. Ich finde, das ist immer ein bisschen besser. Na, komm her hier. So. Du siehst auch immer diese roten Striche. Diese Punktstriche und diese geraden Linien, dadurch kannst du das ausrichten. Also das Programm hilft dir dabei, dass es vernünftig aussieht. Das wäre jetzt so die zweite Variante. Du kannst hier auch die Schriftfarbe zum Beispiel ändern, indem du hier auf deine Brennfarben gehst oder indem du, das passt jetzt hier ganz gut, das würde jetzt passen, blau. Nehmen wir mal blau. Und hier nehmen wir mal Weihnachtsmarkt, nehmen wir mal rot. Nee, dann machen wir mal schwarz draus, das sieht besser aus. Ein bisschen besser. Machen wir doch schwarz draus. Oder? Na, grün? Dunkleres Grün? Grün. Grün und größer.
Das ist einfach nach Gefühl und Wellenschlag so entstanden. Du siehst, das geht ganz schnell. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 5 Minuten für das Ganze. Und schon habe ich damit ein tolles Facebook-Cover für die Facebook-Fanpage oder für die Chronik, je nachdem, was ich haben möchte. Oder aber, wie ich es gerne mache, ich mache es ja wirklich so, dass ich komplett neu anfange und mir dann als erstes mal hinten meinen Hintergrund mache mit meinen Brandfarben, also Talarschwarz meiner Freundin der Nacht. Dann mache ich eine Überschrift rein mit, in dem Fall, meiner zweiten Brandfarbe mit Weiß, indem ich hier jetzt sage, genieße den Advent und jetzt kommt bei mir eine Grafik zum Tragen. Jetzt möchte ich mal Adventskerzen haben. Jetzt machen wir nochmal Adventskerzen. Mal gucken, was jetzt passiert. Adventskerzen, ja, die Auswahl ist gar nicht so schlecht. Hier nicht erschrecken, hier beispielsweise Dia de los Muertos ist natürlich auch hier mit vertreten. So. Muss ja natürlich wieder irgendwas sein, was bei mir jetzt wieder so ein bisschen wenigstens passt. Irgendwie alles schrecklich. Na gut, nehmen wir mal die. Das ist in Grau, passt mir nicht. Na komm her hier. So, Farbe ändern. Nehmen wir jetzt mal in Weiß. Dann duplizieren wir das Ganze. Im Advent haben wir ja 4 Kerzen. So. Haben wir die dupliziert und jetzt müssen wir die nochmal umdrehen. Einmal horizontal spiegeln. So. Und schieben. Komm her hier. Schieb. So. Schon besser. Genieße den Advent. Okay, jetzt brauche ich noch irgendwie eine Winter-Weihnachtslandschaft irgendwie. So, Winter. So. Winter-Weihnachtslandschaft, Weihnachtslandschaft. Muss ja wenigstens etwas passen, so ein bisschen, ne? Sagen wir mal Winterwald. Winterwald, ja, Winterwald wäre hervorragend. Sehr viel besser. So. Nehmen wir mal den. Nee, das passt jetzt auch nicht so richtig gut. Return. Nochmal so ändern, komm her hier, nochmal weg. So, das machen wir mal anders. Eine Gruppierung draus machen, machen wir hier hin. Das kommt tiefer, wird dupliziert, wird umgedreht. Oh, angepasst, dass es eine Eiche, eine Tanne gibt. Oh, bisschen nochmal ran hier. So, jetzt müsste das Ganze nochmal ein bisschen größer sein hier. Ach, komm her hier. Bisschen vergrößern, nur ein Tick. So, jetzt noch mal runter. Jetzt
Jetzt lösen wir die Gruppierung auf, schieben das Ganze wieder in die Mitte. Perfekt. So, jetzt haben wir hier eine gespaltene Tanne, was natürlich auch doof aussieht. So ist besser. Perfekt. So schnell. Schon fertig. Das hat jetzt auch wieder wie lange gedauert? Auch keine 5 Minuten. Also dementsprechend, es gibt keine Ausreden für dich, warum das bei dir irgendwie nicht klappen sollte. Du siehst, es ist keine Hexerei. Alles, was du machen musst, ist tatsächlich, du musst umgehen können mit einer Maus und du musst einfach kreativ loslegen. Keine Hemmungen haben, du kannst nichts kaputt machen, du kannst alles wieder löschen, du kannst alles ändern, du kannst es abspeichern, du kannst es herunterladen, wie auch immer du das machen möchtest. Du kannst dich da also völlig austoben, es gibt da alle möglichen Varianten. Was du hier jetzt siehst, ist auch dieses Geblinke, das ist jetzt ganz neu. Inzwischen gibt es nämlich so kleine Mini-GIFs, die du in deine unterschiedlichen Grafiken mit einbauen kannst. Das wollen wir jetzt mal versuchen. Jetzt will ich mal gucken auf die Elemente. Und jetzt möchte ich mal schauen, hier Sticker. So, jetzt hätte ich ganz gerne irgendwas, was so ein bisschen passt. Ja, hier so Sternchen passen ja ganz gut. So. Bisschen kleiner darf es sein, sonst sieht mir das so doof aus hier. So, was könnten wir noch gebrauchen? Freie Wahl. Bunte Sticker. So, warte mal. Das passt mir nicht so. Irgendwie möchte ich gerne was anderes noch haben. Aber was? Irgendetwas Schönes. Glocken. Passt bestimmt auch gut zu einer Hochzeit und ähnlichen Dingen. Da kannst du das auch sehr gut gebrauchen, wenn du jetzt beispielsweise mal entweder selber vorhast zu heiraten. Soll ja durchaus vorkommen. Oder du eine Fanpage für eine Hochzeitsgesellschaft fertig machst, für ein paar Freunde irgendwie was erstellst, dann kannst du solche Sachen natürlich auch gebrauchen. So sieht das aus, wenn du das jetzt auch mit Stickern verschönerst. Dann hast du gleich auf deinem Titelbild gleich so ein bisschen Bewegung und Animation drauf. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt musst du das Ganze natürlich noch runterbekommen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, das direkt auf deine Facebook-Fanpage zu laden. Mache ich ungern. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich mir das erstmal runterlade auf meinen PC. Warum? Weil ich es dann wunderbar weiterverarbeiten kann. Ich kann es noch weiter verarbeiten mit meinen Videoprogrammen. Das heißt, ich kann es noch weiter bearbeiten und integrieren in Videos, die ich mit Snagit oder mit Camtasia erstellt habe oder mit ich kann auch mit anderen Video-Editoren einfach drangehen und das Ganze noch mehr verschönern, vielleicht noch eine Tonspur drunter legen, ein bisschen Weihnachtsmusik drunter hauen oder ein bisschen was erzählen oder vielleicht auch das Ganze nutzen und mehrere Videos aneinander bauen und dann auf die Art und Weise dann auch ein sag ich jetzt mal, so ein Durchlaufvideo haben, wenn ich einen Podcast mache oder wenn ich irgendwo für YouTube eine Märchenstunde irgendwie mache und längere Zeit was erzähle, dass ich dann nicht immer so im Bild zu sehen bin, alleine im Bild zu sehen bin, sondern dass sich im Hintergrund auch immer wieder was bewegt, also so Märchenzeit und ähnliche Dinge. Das wirst du auch erleben im Dezember, weil dann bin ich immer meistens bin ich dann so in Richtung Märchenphase drauf und dann kommen solche Sachen dann bei mir auch. So, also das wäre eine Möglichkeit direkt oder du sagst hier einfach herunterladen. Das ist auch das, was sie in dem Fall empfehlen. Du kannst es als Video herunterladen. Du kannst PNG, JPEG, normales PDF. Normales PDF heißt, du nimmst es nur
für deine Webseiten. Es ist aber keine Druckqualität, wenn du ein Buch drucken lässt oder ein T-Shirt drucken lässt, machst du bitte hier PDF-Druck. Ansonsten nimmst du das normale PDF, wenn es nur darum geht, dass sich jemand eine PDF von deiner Website beispielsweise herunterlädt. Kannst du das dann beispielsweise nehmen? Du kannst hier Video nehmen, das ist dann nur MP4, oder du kannst sagen Animation, das ist entweder MP4 oder GIF. In dem Fall nehmen wir hier jetzt mal Video. Alle drei Seiten und sagen jetzt mal herunterladen. Mal sehen, ob es klappt. Das ist noch in der Beta-Version hier mit dem Video. Aber die GIFs, die kleinen Animationen, das klappt. Das kannst du beispielsweise auch sehen. Ich habe jetzt bei der Veranstaltung für Netzsprech, siehst du oben im Titelbild auch so eine Bewegung. Das habe ich dann mit dieser Animationsgeschichte hier von Canva beispielsweise erstellt. So, herunterladen. Okay, gehen wir mal hier wieder auf die Bearbeitung fortsetzen und ich gehe mal parallel in den Download-Bereich, um dir das zu zeigen. So, Downloads, Winterzeit ist Kuschelzeit. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den PC nicht völlig überfordere. Okay, das läuft jetzt ab. Das ist das erste Bild, das ist das zweite Bild. Daraus hat er jetzt ein Video gemacht. Und das ist das dritte Bild und du siehst, hier oben haben wir innerhalb des Videos gleichzeitig auch noch sofort die Bewegung. Genial. Das heißt, das sieht richtig toll aus. Wenn du das dann auf deine Facebook-Fanpage mit drauf nimmst, hast du eben nicht nur irgendwie Bilder, sondern du hast dann auch zusätzlich innerhalb eines Videos noch zusätzliche bewegte Grafiken. Das alles kriegst du normalerweise nur hin, wenn du tatsächlich mit einem großen Videobearbeitungsprogramm arbeitest, also wie beispielsweise mit Snagit oder mit Camtasia, dann kriegst du sowas hin, insbesondere mit Camtasia. Aber musst du nicht, es geht eben auch mit dieser kostenfreien Variante von Canva. So, das ist jetzt Facebook. Jetzt zeige ich dann noch einen letzten Trick. Das ist das, wovon ich so geschwärmt habe. Wenn ich jetzt hier nämlich sage, Größe ändern, dann kann ich mir aus dieser bereits erstellten Grafik kann ich dann andere Dinge erstellen. Bei mir, von mir am meisten genutzt sind hier, wo ist es? Pinterest. Wo ist meine Pinterest? Da ist die Pinterest-Grafik. Also ich mache es ganz gerne, dass ich jetzt hier draufklicke, komm und dann sage, kopieren und Größe ändern. Oh, ratatatat. So, das ist jetzt eine Pinterest-Grafik. Wie du siehst, hat er das runtergerechnet und hat das übernommen. Du wirst aber jetzt für die einzelnen Formate dann wahrscheinlich auch sagen, okay, das ist ja ganz nett, aber reicht mir jetzt so nicht. Dann könntest du hier jetzt noch einen Text reinnehmen, du könntest die Grafiken vergrößern. Nehmen wir jetzt mal hier, so wie immer, rübergehen, Gruppe bilden, das Ganze vergrößern und jetzt in dem Fall ruhig ein bisschen über die Markierung rausgehen. So, Moment mal, wo ist er? Ja. So. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Also auch ratzfatz gemacht. Jetzt ändern wir die Größe nochmal. Viele von euch sind ja auf Instagram. Da war ich ganz kurz, habe dann festgestellt, zu dem Zeitpunkt, als ich ein eigenes Instagram-Konto für meine diversen Webseiten erstellt hatte, habe ich dann festgestellt, das ist echt Käse, das passt mir gar nicht. Ich bin also mehr so der Pinterest-Typ. Instagram wird ab nächsten Jahr wieder bei mir mit dazukommen, weil ich dann konzentriert alles auf einem Konto bringen werde. Aber Zukunftsmusik kommt Ende des Jahres bei meinem Jahresrückblick und bei meiner Jahresvorausschau werde ich da mehr zu erzählen. Jetzt habe ich gesagt Instagram-Format und Flop, jetzt hat er es im Instagram-Format. Und auch da, für alle, die auf Instagram sind, eben dementsprechend einfach eine Gruppe bilden, das Ganze dann so vergrößern und anpassen, wie du das haben willst und dann eben entsprechend nochmal ergänzen mit zusätzlichen Texten, mit zusätzlichen Grafiken, so wie ich dir das eben gerade gezeigt habe. So, das war Schnelldurchlauf Canva. Wenn du da Fragen zu hast, schreib mir. Schreib vielleicht einfach direkt unter diesem
Live-Video, schreib einen Kommentar, stell mir deine Fragen. Ich beantworte diese dann schnellstmöglich, vielleicht auch wieder in einem Video, vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch, vielleicht machen wir auch eine Videokonferenz, vielleicht mal auch mal einen Workshop. Wenn ich da so ein paar Fragen habe, lohnt es sich ja vielleicht auch einfach mal so einen kleinen Mini-Workshop mit anzubieten, was wie wo funktioniert und wie ihr das alles machen könnt und wie ihr auf die richtigen Ideen kommt und welche Farben zusammenpassen, welche Schriftarten ihr nehmen könnt, was gut kommt, was weniger gut kommt, welche Reihenfolge ihr haben solltet und welchen Workflow ihr euch am besten angewöhnt, damit es flüssig läuft und damit ihr so wenig Arbeit wie möglich mit den ganzen Sachen habt. Gut, das dazu. Jetzt gehe ich hier mal aus Canva komplett raus und dann möchte ich euch noch mal kurz was anderes zeigen. So, komm her hier. So, einmal abmelden. Jawohl, hat er genommen. Ich kontrolliere das immer ganz gerne nochmal. Komm her, ja. So. Und auch nochmal home. Na. So. Und abmelden. Perfekt. So, wunderbar. Okidok. So viel also zu Canva. Jetzt wollte ich euch ja einmal kurz erzählen mit dem Online-Kurs. Also, morgen eine Session, wie kommst du zum eigenen Produkt, von der Idee bis zum fertigen Produkt, welche Schritte sind da zu beachten, woran musst du da denken? Und hier geht es um meinen ersten Online-Kurs, den ich komplett erstelle. Ich habe ja bisher hauptsächlich mit Webinaren und mit 1-zu-1-Sessions gearbeitet, mit Workshops gearbeitet und mit persönlichen Coaching hauptsächlich. Aber ich habe mir gedacht, es gibt einfach so ein paar Themen, die kommen immer wieder, die sind immer so Grundlagengeschichten und macht es ja dann auch Sinn, wenn ich das sowohl meinen Kunden, meinen Stammkunden, Bestandskunden als auch meinen zukünftigen anbiete, dass ihr da einfach auf einen Online-Kurs irgendwie zugreifen könnt. Ich habe mich entschieden, das Ganze erstmal über Vimeo laufen zu lassen. Einfach deswegen, weil Vimeo bekannt ist, ist zuverlässig und ja, ich denke, es ist für jedes Gerät nutzbar. Egal, ob jetzt von dir Apple genutzt wird, Windows genutzt wird, ob du Linux-Fan bist, was auch immer. Ob du es vom Smartphone aus nutzen möchtest, vom Tablet oder vom Laptop, Jacke wie Hose, Vimeo funktioniert. Das ist also so der Grundgedanke und dementsprechend hier mein Online-Kurs WordPress erstellen. Das sind definitiv schon mal die jetzigen Bestandteile. Es kommen noch mehr dazu. Verkaufen werde ich das Ganze, kündige ich jetzt auch schon mal an, ab Montag, den 25. Schon mal vormerken. Warum vormerken? Weil ich zum Start, zum Einführungspreis starte. Das bedeutet erstens günstiger. Und zweitens, die ersten 5, die das Ganze bestellen, bekommen von mir noch einen Bonus on top. Dazu aber dann Montag mehr. Okay, also was wird dabei sein? Was ich jetzt schon auf jeden Fall da drin habe, ist, ja, es geht tatsächlich um WordPress-Webseite erstellen, um die Grundlagen. Also, wie registrierst du eine Domain? Wie legst du eine Datenbank an? Wie richtest du das SSL ein? Wie richtest du ein Postfach und eine Postadresse für deine Webseite dann ein? Wie richtest du dann deine E-Mail-Adresse von deiner Website bei deinem E-Mail-Programm ein? Da habe ich jetzt das Beispiel Thunderbird genommen, weil das auch allgemeingängig ist, kostenfrei zugänglich ist. Dann, wie und wo lädst du WordPress runter? Welche Versionen dieser WordPress-Versionen brauchst du? Was nimmst du? Und na klar, wie sicherst du das Ganze ab und wie bekommst du dann WordPress vom Laptop hoch zum Server? Das sind also jetzt schon die Bestandteile und ich arbeite momentan noch an ein paar anderen Punkten, nämlich beispielsweise daran, wie du das mit dem Titel machst, wie du das mit
worauf du achten musst, bitte, 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 bei der Anlage des Benutzers und Passwortes. Und nein, ich meine nicht das allgemein üblich gängige, bitte nehmt nicht Admin, bitte nehmt nicht Administrator, bitte nehmt nicht Administration. Nein, da gibt es noch ein paar andere Tricks, die da zu beachten sind. Also insbesondere nicht euren eigenen Namen nehmen und auch sonst nicht irgendwie was anderes nehmen, was mit euch in Verbindung steht. Dazu aber dann mehr in dem Video. Und was dann eben auch noch mit dazu kommt, ist tatsächlich, wie ist das mit einem Theme? Wie finde ich denn das richtige Theme für mich? Was ist das überhaupt? Dann mit den Plugins, was sind die wichtigsten Plugins? Dann, welche Grundeinstellungen muss ich definitiv vornehmen? Was ist das Nonplusultra? Worauf muss ich achten? Wie ist das mit den unterschiedlichen Benutzerrechten? Wie ist das mit der Mediathek? Was sind die Unterschiede zwischen Seiten, Kategorien, Beiträgen? Und was ist das mit den Schlagworten? Und was ist der Unterschied zwischen Schlagwort und Keyword? Gibt es da überhaupt einen? Und wenn ja, welchen? Das sind so diese ganzen Dinge, die kommen dann auch noch mit hinein. Dass das also wirklich ein kompakter Kurs ist von A bis Z, von wirklich, ich mache mir meine Gedanken bis hin zum, ich habe jetzt meine WordPress-Webseite online und sie steht und jetzt kann ich sie mit Inhalten füllen. Also rund abgeschlossen. Und das ist so der erste Online-Kurs, den ich da dann zusammenstelle. Und dann geht es an die Optimierung. Das sind dann spätere Kurse, die kommen dann noch da oben drauf. Also solche Sachen wie SEO, Menüstruktur, Sidebars, Widgets, ja oder nein. Wie mache ich die Kontrollen? Wie bin ich auf dem Laufenden, was WordPress an sich angeht? Wie komme ich in die Communities mit rein? Wie beteilige ich mich an der Community? Wen frage ich im Notfall, wenn was schiefläuft? Wo finde ich Informationsquellen, die so über das Normale hinausgehen? Welche großen WordPress-Gurus gibt es? Deutschsprachige und englischsprachige. Wo kann man sich immer noch mal so den ein oder anderen Trick nochmal abschauen. Wo geht der Wagen hin jetzt in Sachen Gutenberg? Wir haben ja jetzt umgestellt auf ein anderes Grundsystem, das uns viel mehr Möglichkeiten gibt. Also mit Gutenberg, mit dem neuen System von WordPress kannst du immer mehr machen. Jetzt sind wir inzwischen so weit, dass wir auch einzelne Blöcke innerhalb eines Beitrags noch gruppieren können. Und das Ganze wird dahin gehen, dass es nicht nur einfach so hin und her schieben ist, hinten und dann wieder umschalten und vorne gucken, sondern es wird dahin gehen, dass komplett alles im Frontend bearbeitet werden kann. Und zwar, ich denke mal, spätestens 2021, vielleicht sogar schon 2020, komplett. Also wirklich nicht nur die einzelnen Inhalte, sondern auch links und rechts die Sidebars, der Footer, der Header-Bereich von oben bis unten einmal komplett selber durchstylen. Also mit WordPress braucht man sowieso keinen Webmaster. Man kann sich das alles komplett sparen. Man kann ohne Programmierkenntnisse loslegen und es wird immer besser. Du kannst alles inzwischen einstellen. Du kannst mit dem richtigen Theme kannst du so viel machen. Ich bin ja WordPress-Fan. Aus Überzeugung. Ich bin Überzeugungstäterin in dem Fall. Ja, das alles dazu. Ich glaube, jetzt gehe ich einfach mal aus dem Screen teilen, aus dem Bildschirm teilen raus. So, Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hin? Es ist wieder ein Elend. Nee. Ha, immer wieder das gleiche hier so, komm. So. Jetzt müsste ich doch hier irgendwie, so, hier ist Stoppen, Freigabe beenden, kam für Blindfische. Trage ich schon eine Brille und sehe es trotzdem nicht. So, okay. Also, ich habe jetzt gerade die Bildschirmfreigabe beendet. Das heißt, du siehst mich jetzt wieder in Originalgröße, nicht mehr so als kleines Bild. Was gibt es sonst noch? Also, wir sind jetzt ja, halbe Stunde haben wir schon gut voll. Das heißt, der heutige Abend für Netzsprech ist auch schon vorbei. Morgen geht es um die Frage, wie erstellst du so ein eigenes Produkt? Wie kommst du auf die Ideen? Also wie kommst du erstmal auf die Ideen? Wie kriegst du das hin, auf eine Idee zu kommen für ein Webinar, für einen Workshop oder für ein 1:1-Coaching, das du in irgendeiner Form anbietest?
Wo kommst die Idee her? Wie baust du das von der Struktur her auf? Was ist alles zu beachten? Wie machst du das Ganze rund? Darum geht's morgen. Ja, das war's dann für heute. Freue mich darauf, wenn du morgen auch wieder mit dabei bist. Netzsprech, die zweite war jetzt Canva und Adventsstimmung und Weihnachtsstimmung, wie du das in Facebook und Co. rüberbringst. Ich freue mich auf deine Kommentare. Ich freue mich darauf, wenn du Fragen hast, hinterlass sie mir unter dem Video. Und wenn du mal möchtest, wenn du Lust hast, mal direkt hier während hier meiner Zoom-Übertragung direkt dich mit einzuschalten und einfach direkt deine Fragen zu stellen via Zoom, dann schreib mir das auch gerne unter dem Facebook-Post, unter meinem Live-Video unten drunter. Sag einfach, ich möchte gerne bei Zoom dir direkt Fragen stellen, live on air. Wie geht das? Und dann kriegst du von mir den Zugangslink zugeschickt. Alles klar. So, das wär's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns dann morgen schon wieder. Bis dann. Tschüss.